Liebe Leute, weiter geht's mit FIFA und wir machen heute weiter mal mit der Liga aus. Diesmal geht's gegen Rayo Vallecano, Spieltag Nummer 23. Jetzt haben wir es gerade so im Pokal weitergeschafft und das nächste Gegner ist schon wieder ein Pokalspiel. Warte mal. Leihe ein Jahr. Nein, ich brauche ihn noch als Rotation. Ich denke mal drüber nach. So, nächster Gegner, wie gesagt, Rayo Vallecano. Und dann geht es weiter schon in der Liga, im Pokal weiter gegen Espanyol. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag, mehr oder weniger. So, ich muss ein bisschen rotieren. Weil halt, wie gesagt, warte mal, ich muss gerade ein bisschen überlegen, jetzt was ich mache. Ich muss gerade überlegen, was ich mache. Olmo kann es nicht. Der kann spielen. Das heißt, ich brauche einen Sechser. Vencedor. Ja. Muss man halt so erstmal gerade ein bisschen durchrotieren. Ich kann nicht immer, wie gesagt, wenn die Spieler alle zwei, drei Tage da sind, kann ich nicht komplett auf mit der Startelf durchspielen. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Estadio de Vallecas. Mein Name ist Wolf. Bevor es jetzt weitergeht, ich habe tatsächlich jetzt gerade in der kleinen Aufnahmepause mir das neue EAFC vorbestellt. Das heißt, ab dem 29.09. oder ab dem 30.09. grobe Richtung wird es die erste Folge geben. Also quasi wird das safe unsere letzte Saison. Ich hoffe, dass wir es bis dahin ohne Pause durchbekommen, dass wir den Übergang hinbekommen. Aber wie gesagt, ab dem 29. oder 30.09. grobe Richtung geht es mit dem neuen EAFC 24 dann weiter. Bin mal gespannt. Ich habe trotzdem mich gefreut. Ich freue mich trotzdem drauf. Und ja, bis dann. Los geht's. Ich will jetzt mit FIFA 24 weiter. Ja, FIFA 23 schon. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesem Mannschaft. Hier sehen wir die Aufstellung von Rayo Vallecano. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Mikel Merino steht mit Iker Muniain auf Außen und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen, die sollen die Tore machen. So, auf geht's. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Wir wollen natürlich weiter jetzt unsere Punkte sammeln. Beim Meister werden wir sehr wahrscheinlich. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Na, das kann nur eine Karte geben. Die wird es auch geben. Frau Costa. Die Linie vor, es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Zubeldia. Viel Übersicht bei diesem Pass. Na, kein Abseits, natürlich nicht. Tor. Wie ein Lieber. Direkt das 0:1 nach 6 Minuten beim Tabellen 14.
Der Meister liegt vor. Bloß hier keine. Muss hier keine Zweifel aufkommen, wer hier der Sieger sein wird. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. So. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Den Zweikampf führt das Svelja. Vivian. Und weiter geht die Reise. Gorosabel. Da ist jetzt Platz. Na, das ist keiner, der jetzt mitgeht. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Ah, schade, den hätte auch ruhig mal Richtung Tor bringen können, war da leider nicht ganz. Klasse Pass! Verino. Flanke kommt in die Mitte. Oh nein, bitte nicht. Bringt den Ball nicht raus. Olmo! Sichere Parade. Nächste gute Situation. Gut, Sebel. Hereingabe in die Mitte. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt Schade. Ist der Gegner am Ball. Ayoste Perez. Und nun ein Schuss. Gut, wieder den Ball am Block. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Wir werden hier noch die 100 Meter der Elfmeter pfeift. Gorosabel. Unai Vencedor. Gute Pässe davon, Bilbao. Die Gelegenheit. Ja, Libre, 0-2. Steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. 26. Minute. Das ist eine seiner großen Stärken, dieser Zug zum Tor, unnachahmlich, tolles Tor. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ayoste Perez. Kein Foul, natürlich nicht. Geht dazwischen und hat wieder Gorosabel, gut aufgepasst dort. Da suchen sie jetzt die Lücke. Luciano Acosta. Das gibt's doch nicht, gehalten. Kepa, Weltklasse Parade. Kurzer Eckball. Kleubert. Schöne Aktion. Liegt zu. Gefährlich. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Der war nicht schwer. Merino. Jetzt mal ganz rechts außen durch. Da ist keiner bei ihm hier gerade. Wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein Überlegenheit. Olmo! Und den hält er natürlich. Er geht in den Strafraum. Vor dem Tor, also da 0-3. Danny Olmo. Und damit sind sie hier schon mit 3 in vorne. Eben noch gerade verpasst die Situation, weil der Keeper gut hält, aber die darauf folgende Ecke verwandelt er. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Schön hinten ins lange Eck, da steht auch keiner auf der Linie. Und 0-3 passt. Wow, die wechseln schon aus, doch nicht mal geil, noch nicht mal zur Halbzeit. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0.
Die Mitspieler bieten sich an. Der Thomas. Das macht er sehr gut. Zibeldia. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker. Olmo. Jetzt nimmt das Olmo. Den hält er. Und Van de Voort verhindert. Wahnsinn. Ja, den noch gehalten. Dieses 0:4 sogar noch. Guter Vorstoß jetzt. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Wichtig, dass er. Ah, schade. Da war noch einer dazwischen. Perez. Das ist der Pause. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Und dann holst du dir auch den Sieg in so einem Spiel. Wir müssen noch abwarten, aber die Führung ist deutlich. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die viel Übersicht bei diesem Pass. So. Ja, ich muss wieder wechseln. Wieder hier muss raus. Ärgert mich gerade so wieder ein bisschen. Majoral. Ich will eigentlich gerne Williams mal einfach schon eine Partie. Die erste Hälfte war schade. Schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Perez. Majoral drin, jetzt für Villa Libre. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Tja, wo ist die Lücke? Da ist keine Lücke. Manchester City hat einen Transfer vermeldet und es ist wohl wirklich ein echter Wunschtransfer. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Klasse Technik. Ah, jetzt muss ich gerade ein bisschen konzentrieren hier. Maurice. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Die Chance jetzt. Oh, und jetzt rein ins Eck. Kompromisslos in den Knick da oben, mein 0:4. Nochmal dieses Tor. Er wollte so unbedingt. Er will so unbedingt sein Tor. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Jetzt darf er. Das 4:0 ist schon deutlich. So, nächster Gegner, wie gesagt, ist dann am Montag Espanyol Barcelona im Pokalspiel. In der La Liga Santander geht es bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Rayo Vallecano. Dann geht es auswärts gegen Almeria. Und wer das verpasst, ist selbst schuld, würde ich sagen. Das war eng, aber er hat ihn. Ja, ist gerade so ein bisschen Fehlpassfestival hier. Elvedi. Luciano Acosta. Er erzwingt den Ballverlust. Und gib ihm Olmo. Aktion geht weiter. So, 3 ins Glück, 0:5, 71. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Doppelpack Olmo. Die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass
Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie hören nicht, hört sie auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Da ist das Pressing erfolgreich. Merino, komm nicht durch. Regulär ist noch eine Viertelstunde. Jetzt hat er nochmal wieder. Ja, mich ärgert gerade, dass du da Verletzung drin hast. Sie bringen den hohen Ball. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Ball erstmal weg. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Nee, der Ball ist erstmal weg. Gute Möglichkeit. Ball kommt gut. Ich müsste vielleicht nochmal einen Stürmer hochziehen oder so. Er wechselt gleich zweimal. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, misslungene Befreiung hier. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Muniain, der ist alleine hier da vorne. Muniain. Ich krieg dann überlaufen. Wartet den Moment. Jetzt haben wir ihn. Wow. 06, 87. Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitte schön macht die Abwehr da? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Easy. Ungefährliche Aktion. Ohne Probleme, Kepa. So, Schlusspfiff. Hier passiert nichts. Und dann holen wir uns souverän diese drei Punkte. Haben gewonnen. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft. So. Girona Sociedad 2-2. So, und dann bin ich raus für heute. Wenn auch ein paar Nachrichten kommen, warte mal. Oh, es tut mir leid. So. Den habe ich jetzt gerade mal ganz auf dem Schirm vergessen, auf dem 4 Wochen. Ich werde mal sozusagen die Jugend holen. Ach, warte mal. Scouting hätte ich gerne wieder mal. Büro. Ne, hier. So viel zum Thema dazu. So, Scout verfügbar. Typ. Angreifer, Ne. Der möchte gerade nicht. Anzeige ändern. Ist jetzt gerade irgendwie nichts. 78 bis 86 vielleicht hier. Den holen wir mal hoch. Ah, Diego Ribeiro, ja gut, okay. Der ist gar kein so schlechter. Ich glaube, da haben wir gerade einen Brecher geholt. Der hat jetzt schon 1, noch irgendwas Marktwert. Warte mal. Den will ich gerne hoch in die Jugend. Da könnt ihr aus der Jugend mitziehen. Den hier. Zum Profi befördern, ja.
die zwei hole ich mir aber definitiv mal in die Startformation. Also was heißt in die Startformation, aber die Profimannschaft. Der eine auf jeden Fall. Dos Santos. Ja, das sind zwei halt, die es können, bringen könnten. Der eine fällt mir sowieso aus. Also, mir fällt der sowieso ein Mann aus. So, Teamzentrale mal kurz gucken. 19 und die Nummer 23. Ja, passt so. Ja, vielleicht hast du da mal ein bisschen Glück, also jetzt habe ich jetzt zwei Top-Talente da geholt. Gut, das nächste Spiel ist am Montag dann. Wir sehen uns dann wieder. Da geht es in der Copa de España, das Hinspiel gegen Espanyol Barcelona. Bis dahin, tschüss.